zufrieden. Aber ganz kurz, Sie sprechen von Spielesucht, aber können keine Spiele nennen, die süchtig machen? Ich sag ja, es sind fesselnde Spiele. Welche? Ja, welche? Die Schattenseite der Digitalisierung. Computerspiel und Internetabhängigkeit. Studien zeigen, dass gut eine halbe Million Menschen in Deutschland Computerspiel- und Internetabhängig sind. Experten gehen sogar von bis zu einer Million Betroffener aus. 16% der Neuntklässler verbringen 4,5 Stunden am Tag und länger am Computer. Und vor allem, wie kann man verhindern, dass Jugendliche in die digitale Welt abgleiten? Wie holt man sie wieder dort heraus? Wie kommt man zur viel gepriesenen Online-Offline-Balance? Frau Mortler, wann und wie weiß ich, dass ich online-süchtig bin? Wenn sich mein tägliches Verhalten nicht mehr mit dem beschäftigt, was der Alltag von mir erwartet, nämlich, dass ich pünktlich aufstehe, dass ich mich wasche, dass ich mich ordentlich anziehe, dass ich pünktlich zur Schule gehe. Wenn sich am Ende nur noch alles ums Netz dreht, dann ist absolute Gefahr im Verzug. Zusatz? Das heißt, Menschen, die online arbeiten, sind besonders gefährdet? Es geht in erster Linie um Spiele, um Computerspiele. Und wenn es ums Internet geht, dann geht es um die sogenannten sozialen Netzwerke, in denen ich so gefangen sein kann, dass ich nicht mehr rauskomme. Und die normale Arbeit, die ich als Berufstätiger habe, ist davon nicht oder weniger betroffen. Also Facebook ist eine Gefahr? Ein soziales Netzwerk, Sie haben es genannt, kann eine Gefahr sein, wenn ich nur noch darauf fixiert bin und meine Umwelt, mein Umfeld gar nicht mehr wahrnehme. Und die zweite Frage bezog sich auf die Computerspiele. Hier geht es einfach um Spiele, die sehr fesselnd sind, wo ich, weil sie so fesselnd sind, nicht mehr aufhören kann. Das heißt, ich bin in diesen Spielen gefangen. Können Sie da auch ein paar Beispiele nennen? Konkretes, ich schaue die Filme nicht Tag und Nacht. Nein, ich kann Ihnen kein Beispiel nennen. Aber grundsätzlich sind es Filme oder Spiele, die einen jungen Menschen ansprechen, die ihn fesseln, weil sie altersgerecht auch aufbereitet sind. Herr Jung war noch nicht richtig zufrieden. Aber ganz kurz, Sie sprechen von Spielesucht, aber können keine Spiele nennen, die süchtig machen? Ich sag ja, es sind fesselnde Spiele. Welche? Ja, welche? Ich habe keine Namen im Moment, aber das ist ja sehr zweitrangig. Also eher so ein Bauchgefühl. Bitte? Das ist so ein Bauchgefühl. Nein, das ist kein Bauchgefühl, sondern das sagt die Statistik der Experten eindeutig. Aber da steht im Moment auch kein Name. Wie heißt das Spiel? Kann ich Ihnen jetzt sagen. Ich kann es gerne nachholen, aber ich habe es spontan nicht.